Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Kirby und das vergessene Land. Ja, hab ich auch vor, Evelyn. Aber erstmal will ich noch was holen. Meine Maxi-Tomate. Wenn wir vor... Sorry, ich wollte das haben. Ich dachte schon, mein Smartphone ist angegangen. Ja, okay. Ja, danke, danke. Moment. So, dann wollen wir mal ins Unglück stürzen. Weil ich will jetzt nämlich zum Finale gehen. Und ins Unglück meine ich eigentlich auch, da, ob ich das sofort schaffe oder ob ich da wieder stundenlang da sitze und da nicht weiterkomme. Weil anscheinend darf ich nochmal gegen den, wie heißt er nochmal? Initiat FBFB. Mit der Zahl, also. Für Elfelins böses alter Ego. Und davor dürfen wir wahrscheinlich noch gegen andere kämpfen. Ich bin nicht davon begeistert. Aber das ist ja was schwierig. Das wird um einige schwieriger sein, gehe ich mal davon aus. Und da wären wir auch schon. Okay. Automatische Spracherkennung? Na super. Was soll denn Kirby sagen? Piu, piu. Heyo, heyo, wie er das auch in der Anime-Serie sagt. Oh, Boss. Also heißt es, wir müssen normal gegen ihn kämpfen. Immer fester drauf und ihn damit ja vernünftig machen. Oh, Dude. Bitte keine Jumpscares. Oder irgendeine böse Überraschung, dass wir wenig Zeit haben, ihn zu retten und dann sonst... Ja, Game Over. Hi, Leopold. Er tanzt mit. Na klar doch. Das böse Ich hat keinen Bock. Nö. Ich will aber nicht. Ah, wir müssen jetzt über... Dem... Oh, fuck. Alter! Oh, war ja. Na toll, ich habe schon Schaden genommen. Aber ich wette, ich muss noch gegen Elfen ins Böses Ich kämpfen. Alter! Was ist das? Ernsthaft? Okay, ich sollte mehr auf das Timing achten. Der Teil wieder am Arsch ist. Vielleicht sollte ich auch mal beobachten. Und in richtigen Moment ausweichen. Weil so schwer ist das ja eigentlich auch nicht. Super. Ich kann die Chose noch mal machen. K
Kirby, schieß doch in die richtige Richtung. Mein Problem ist auch, ich will den Kampf schnell beenden. Und das ist eigentlich tödlich. Dieses, ja, zum schnell wie möglich. Das ist eine dumme Angewohnheit von mir. Sag mal, könntest du mal langsamer aufhören, Dude? Du nervst. Ja, ich möchte die Maxi-Tomate nicht benutzen. Da, weil wenn ich dann noch mal gegen ihn kämpfen muss, dann habe ich noch die Maxi-Tumor. Weil ich bin nicht gerade gut daran, an die Arbeit reingegangen. Oh. Wisst ihr, ich mach's jetzt nochmal. Das war einfach scheiße. Hoffen wir, dass da auch die Maxi-Tomate da ist. Und da wären wir auch schon. Das ist aber total creepy, wenn man da die Stimme hört da. Wird aufgenommen alles. Aber Leopold kann echt ein Leid tun. Dass er so dermaßen so missbraucht wird von diesen ID-Gedöns. Aber das ist so geil. Tanz und Leopold. Okay, ich tanz mal mit. Ja, da muss man irgendwie mittanzen. So, und jetzt sollte ich mich mal besser einstellen. Was? Oh, danke. Jetzt. So nicht reinfliegen! Ja. Aua!
Ich schätze mal, das wird mehr Runden geben. Okay. Ich hasse das. Oh, verdammt. Au. Oh, ich weiß nicht, ich bin in ihnen drin. Alter, jetzt kommt der mit der Tour. Oh, das mit Ausweichen ist gut. Das war nicht gut. Ich sollte wissen, dass der dreimal macht, vielleicht sogar auch mehrmals hintereinander. Okay. Alter. Was macht er jetzt? Oh. Hä? Moment mal. Alter, ernsthaft jetzt? Was ist das denn? Was war das denn für eine Scheiße? Jetzt kommt er mit dieser Tour nach Motto. Im Ernst jetzt? Was soll das? Also ich hasse es, wenn der Endgegner eine Scheiße... Wenn der Endgegner eine verdammte Scheiß-Imba-Attacke einsetzen kann und ich kann nichts dagegen machen. Ich hasse das. Weil ich bin... weil... Aber... Also Leute, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen tue jetzt großartig. Ich reagiere nur einfach. Ja, toll! Das ist so dumm. Ich kann ihn nicht angreifen, weil ich nichts mehr habe, weil ich das verloren habe. Was ich dagegen tun soll, wenn dieses Stück Scheiße da diese Attacke einsetzt. Und nochmal Endkampf, oder? Gegen den. War ja klar. Aber können wir uns jedenfalls mal heilen? Ein Schmetterling? Hä? War das aber auch eine verlorene Seele von denen? Hä? Was? Das ist seine Gestalt? Und... Das ist Meta Knight mit Schmetterlingsflügen. Ist das euer scheiß Ernst? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich,
Ich bin gleich tot, Leute. Aber ich wusste es, dass es noch zum Kampf kommt. Oh, toll. Verdammt, das ist fucking Meta Knight mit Mottenflügen. Das war ja klar. Das war klar gewesen, Leute. Ja, toll. Ich musste einen Abschnitt leider verlassen, um mir eine Maxi-Tomate holen, Leute. Sonst habe ich da weniger Chancen zu überleben. Also, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll, weil, warte mal. Weil, es ist halt dieses typische, nervige, mehrere Kämpfe hintereinander, so ein Bossfight, was ich nicht sonderlich mag. Aber dass die Entität, eigentlich so ein, ja, im Grunde genommen von Kirbys Volk ist, ist doch irgendwie überraschend. Also ich finde das echt doch ganz interessant. Weil ich habe ja gedacht, dass der... Ach, meine Güte nochmal. Ich muss mich immer räuspern, so deswegen muss ich... Mache ich erst, mute ich mich. Das müsst ihr nicht immer hören, das ist nervig. So, also ich hätte ehrlich gedacht, das ist echt eine Überraschung. Ich dachte halt, diese... Zephyros mit großen Flügelohren... wäre die wahre Gestalt. Aber anscheinend haben wir uns geirrt. Oh Mann, dass mein Räuspern so nervt. Aber wisst ihr, was ja auch immer auch noch so nervt, ist, wenn ich... Also wenn man meinen Atem hört, das finde ich so nervig. Ich muss mir echt angewöhnen, wenn ich Luft hole, dass ich immer den Mund zu habe. Und nicht halb auf, so. Was wäre eigentlich jetzt besser? Auf jeden Fall können wir das überspringen. Wäre ein Schwert jetzt nicht besser? Wenn ich jetzt keine Fähigkeit erhalte, Leute, dann muss ich nochmal raus. Hä? Okay, ich kenne das ja schon. Soll ich mal Bomben versuchen? Oh. Okay, das mit Bobben ist ja so, er kann da reinlaufen. Lea, Kirby, weich aus! Und ich muss aufpassen, dass ich die Fähigkeit auch nicht verliere, weil ich krieg sie ja nicht wieder. Ja, das war clever, nicht.
Warum? Okay, ich darf sie nicht so random mit der herschmeißen. Ich muss ein bisschen warten, bis die laufen. Oh. Oh, danke, Bombe, dass du hingelaufen bist. Ich sollte nicht mit dem Bomben so rumspammen. Weil sie explodieren dann, bevor die rankommen. Da habe ich eigentlich nur eine schmeißen wollen. Ja, da bin ich in seine Krallen geraten. Ah, toll! Da hat er mich getäuscht, der Arsch. Ja, ich kann ja die Ach, ja klar. Ich sollte mal sie auch taktisch einsetzen. Ja, in falsche Richtung. Aua! Das tut weh, Mann! Beiß nicht! Oh je, jetzt trotzdem mal wieder rum. Puh, die Bombe hat ihn erwischt. Das kommt Phase 2. Und jetzt muss ich aufpassen. Was mache ich, wenn er dieses... Oh Mann, ich lerne... Meine Güte, Oma Parias, sei doch nicht so doof. Ich meine, du weißt... Ah, nein, nein, ich brauche die Bombe. Jetzt noch mal. Oh Mann, das ist manchmal so scheiße. Du brauchst mir nicht den Rücken zu kratzen. Oh, Scheiße, ich wollte angreifen, bis ich die Schatten bemerkt habe. Oh! Die Schatten sind nicht gut. Das heißt nämlich, da kommt was runter. Und, Wow, fuck my life! Fuck my life! Fuck my life! Aua, hör auf, das tut weh! Ich glaube, ich soll langsam... Alter! Nein, nicht die Power abgeben.
Oh, verdammt. Muss ich jetzt verwenden, aber... Ah, toll! Wie soll ich denn den Blitzen ausweichen? Ach ja, jetzt kommt er hervor und macht mir auch das Leben zur Hölle. Ich muss den auch mal im Auge behalten. Scheiße! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Kann ich da nicht ausweichen? Heißt das aber, ich muss das schnell beenden? Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst, Leute! Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst! Dass ich sag, ich immer Gefahr laufe, meine Waffe, ja, meine Fähigkeit zu verlieren und ich keine Möglichkeit habe. Nee, der Kampf ist scheiße. Der Kampf ist wirklich scheiße, Leute. Also, gegen diesen Meta Knight-Klon zu kämpfen, das ist zwar witzig, aber der Kampf dahin ist eigentlich scheiße. Weil das so, weil es total random ist, finde ich. Jetzt haut er nochmal. Ja, toll, super! Und dass man da automatisch auch reinfliegen tut. Das ist ätzend. Ja, ich muss im Grunde genommen einfach manchmal spammen, damit ich überhaupt weiterkomme. Weil dieser Typ da... mir so... Oh nein! Ich kann da auch nicht ausweichen! Ist das dein Scheiß Ernst, Leute? Also, was soll der Scheiß? Und ich kann, hab nachher auch keine Energie mehr, um gegen ihn zu kämpfen. Was soll das Scheiß? Mal im Ernst, was soll das? Warum muss dieses Mistviech so überpowered sein? Schnauze. Was soll das? Ich meine, ich kann nicht blocken? So, ich kann nicht blocken? So, ich kann nicht ausweichen, weil mich diese Scheiße erwischt. Also, come on, Leute, was soll das? Und würde ich da nicht immer eine Maxi-Tomate holen, dann wäre ich ja noch schneller weg vom Fenster. Also, ernsthaft. Das hört sich ja an wie ein Inkling. Vielleicht sind sie ja sprachlich miteinander verwandt. Ich nehm's mit. Naja, ich weiß. Das ist aber sowas von scheiße. Ich... Was soll man da machen? Wenn man doch wenigstens da ausweichen könnte oder so. Ich weiß auch nicht, ob ich das toll finden soll, so der Kampf, weil er Spaß macht, oder
Nein, danke. Einfach deshalb, weil ich nämlich die Befürchtung habe, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf den Kampf habe und sage, der ist scheiße. Weil das mir so tierisch auf den Sack geht. Hab ich Idiot tatsächlich? Ich wollte eigentlich nämlich eine Waffe mitnehmen, also eine Fähigkeit mitnehmen, so. Mit ausprobieren. Mit dem Schwert vielleicht wäre nicht schlecht, aber das Problem ist ja wieder, mit dem Schwert hat man keine Reichweite. Dafür hat es halt den Block. Und die Maxi-Tomate nehme ich halt. Alter, da stoppt er auch richtig nach mir. Fällt doch, dass das eigentlich hier nur zum Warmwerden ist. Come on! Oh, verdammt, der beißt ja! Also irgendwie erinnert er mich an so einen Walross, wenn er so vorwärts stürmt. Fällt mir ein, machen wir sowas wie eine Art Austreibung und Exorzismus? Gut, können wir das jetzt überspringen? Okay, bei der zweiten Phase dieses Kampfes müssen wir bedenken, dass der Dude mitspielt. Nein, nicht die Power-Up. Na toll! Warum kann er mir die Fähigkeit rausschlagen? Schluckt das lieber. Also ich meine nicht das, was er ausspucken will, aber... Ach, come on! Okay, sei mal mit Taktik. Oh, verdammt. Ja, toll, das war das scheiß Feuer. Oder was das ist.
Okay, ich habe noch meine Fähigkeit. Ah! Weg da! Nicht dahin! Das mit den Krallen hat er wohl von Tatsandra abgeguckt, oder? Naja, die sind ja auch ein Paar. Oh, scheiße, Fähigkeit verloren, toll. Hi Kratos, falls du das hier siehst. Ich bin in einem ganz bösen Kampf. Also, aber siehst du ja, falls du das LP so gucken würdest. Ja, ja, wir wissen es. Der Sephiroth-Verschnitt kommt da raus. Das heißt also, ich habe jetzt... Das war dumm. Okay, ich muss in die Ecke fliehen. Zumindest... Oh nein, ich habe meine Fähigkeit wieder verloren. Meine Fresse noch mal. Ich muss die Fähigkeit behalten. Super. Dürfte ich auch mal langsam mal auch was machen? Dürfte ich auch mal zum Zug kommen? Ja, und natürlich springt der Dude. Wow, verdammt. Oh nein. Oh toll, wo bin ich jetzt? Wo ist meine Fähigkeit? Was mache ich da jetzt? Ja, du, da wollte ich hin in die Ecke. Das irgendwie kommt es mir so vor, als ob da kein Sinn ist. Oh! Achtung! Ja. Im fucking Ernst? Aber man kann denn kommen? Also abhauen nur und dann. Wow. Oh. Was ist dein verdammtes Problem, Mann? Ja, super, er verprügelt sich selbst. Okay, ich wurde ein bisschen angeröstet. Ach ja, jetzt kommt das wieder, der Typ. Also, dass er sich wieder einmischt. Oh, toll. Ich komme gar nicht auch zum Zug. Wisst ihr das? Ich komme auch irgendwie nicht zum Zug richtig, weil ich immer ständig ausweichen muss. Wo bin ich jetzt? Oh nein, meine Fähigkeit. Und oh nein, jetzt macht er das schon wieder. Oh, aber. Na, ich habe ein bisschen mehr als vorhin, aber. Ja, sitzt du dich auf dem Thron und sicher beste Seelen ist. Ist das eigentlich ein Teil, der zu ihnen hinfliegt? Scheint so.
Flatter, Traumfresser, Mofo Knight. Ist das eigentlich eine Anspielung? Ach, da toll! Der Dude kann sich wegteleportieren! Yo, Baby! Alter! Wie Meta Knight, nur in Misa! Was ist das? Irgendwas, was ich nicht über den Weg erlaube. Dürfte ich auch mal kommen? Ja, falsch, falsch, falsch. Ja, super! Spring rein, du Vollidiot! Also muss ich auch mal... Oh je, und ich wollte eigentlich den Kampf... Was ist denn das denn für eine Scheiße? Und wieso kannst du dich teleportieren? Ja, toll, ich kann nicht ausweichen! Oh, und dann auch coole Kirby-Musik. Also, das ist doch das Intro-Lied, oder? Nur voll in Dramatik. Aber das ist doch eine von Kirbys Volk. Halt er sich damit? Na toll. Ach, ich sehe schon. Das wird wieder ein ultralanger Kampf. Und da wären wir auch schon. Na, großartig. Aber ich glaube, ich werde immer besser. Ja, ich werde es mal gleich mit dem Tornado mal versuchen. Aber das ausgerechnet... Also, dass ausgerechnet einer von Kirbys Volk unser Bossfights, also so ein Bossgegner sein wird, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ob das mit einem Tornado eine gute Idee ist, weil der ist ja nicht gerade so einfach zu steuern. Aber der wilde Modus ist echt wild. Na gut, ich versuch's noch einmal und dann, wenn's nicht, dann muss ich ein anderes Mal versuchen. Man kann nicht immer gewinnen, oder? Nur, dann wird es aber ein bisschen dauern, bis ich es geschafft habe, weil der Bossfight hat sich also in sich. Da muss ich sagen, dass der Kampf gegen die Ferrogano tatsächlich um einiges einfacher ist. Das hört sich zwar merkwürdig an, so, weil das ist ja eigentlich, ich meine, Kirby ist mehr ja so für Kinder. Wären ja The Legend of Zelda ja eigentlich ja so mehr so ein bisschen erwachsen ist. Naja, ein bisschen erwachsen ist nicht gleich erwachsen. Sorry, das kennen wir ja schon, obwohl das irgendwie so geil ist, aber... Ob das jetzt eigentlich eine gute Idee ist mit dem Tornado? Ja, ich glaube aber keine gute Idee.
Aber das ist ja mehr so tatsächlich mehr auf Angriff. Aber so kann das was werden. Ich drehe meine Runden um ihn und dann könnte ich ihn kriegen. Aber wenn er natürlich einen Kotzanfall kriegt, dann bringt das nichts. Ich habe vergessen, mal wie das ist, die Dreierregel gibt. Dass so ein Angriff dreimal hintereinander greift. Aber das Gute ist so, durch den Tornado, da ich jetzt um ihn drum drehe mit dem Tornado, mache ich Schaden bei ihm. Allerdings ist natürlich die Frage. Oh, war ja. Ui, das hat gerade geblendet, war es vorhin in die Kamera gehalten. Allerdings ist die Frage, ob das später was bringt, wenn ich da in den späteren Phasen, ob das da was bringt. Also ich mag, wenn der Kampf logisch ist, also dass er nicht total random ist, so dass man auch eine Chance hätte anzugreifen. Was jetzt zum Beispiel bei Breath of the Wild mit dem Priester ja nicht der Fall war. Ja. Weil das war ja später der total ja random, dass er immer seine Doppelgänger herproduziert hat. Toll! Ich sollte mich aber in der zweiten Phase mich nicht treffen lassen, weil ich dann gleich meine Tornado-Fähigkeit verlieren würde. Können wir das irgendwas springen? Das kennen wir ja schon. Warte mal, ich könnte mal gucken. Ja, tatsächlich, ich kann darüber springen. Also rüberwirbeln. Nein, meine Tornado-Fähigkeit. Oh, war ja. Ja.
Ja, blöd ist, wenn ich da in diesen dämlichen Blitzen reinfalle. Dann ist das... können wir das überspringen? Wir wissen, dass der Typ da jetzt rauskommt. Und... ja, jetzt mitmischt. Oh, toll. Ja, wie nah muss ich da noch rangehen, um das zu kriegen? Ich sehe nichts. Oh, ich schleudere ihn einen Stern in die Fresse. Vielleicht sollte ich mal mehr mit Taktik gehen. Aber das ist nicht so einfach, weil man hier nichts sieht. Hier sieht man nichts. Das ist das Dumme. Und mal im Ernst, also... ja, toll, ich, ja, toll. Oh ja, jetzt rostet mal wieder alles voll. Der Tornado ist mächtig, aber leider setze ich hier nicht richtig gut ein. Oh, verdammt. Wo ist mein Tornado? Oh, da. Ja. Super. Also, es ist mit dem Tornado machbar. So, Mama, jetzt das mal versuchen. Können wir mal ausprobieren, was funktioniert. Und danach Feierabend, Leute. Oh, gut. Ach ja. Aber wenn's was, kann mir da nichts passieren, wenn ich blocken tue. Und er nimmt Schaden. Zwar ein Millimeter, aber er nimmt Schaden. Okay, Leute. Habt ihr irgendwas zum Trinken dabei oder irgendwas zum Naschen wollen? Das wird jetzt eine Weile dauern. Idiot, du beißt dir nur die Zähne aus. Oh, ist ein bisschen eingefroren, der Idiot. Mist. Ich muss aber aufpassen. Sieht merkwürdig aus. Mein Problem ist, ich bin zu ungeduldig.
Aber mal im Ernst. Wenn ich es könnte, würde ich jetzt Kaffee trinken, aber ich habe leider keinen Kaffee bei mir. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Das kann ich den ganzen Tag machen. Wird nur langweilig. Es ist nie eine gute Idee, auf Eis zu beißen, Dude, weißt du? So, erstmal das. Das können wir überspringen. Aber jetzt machen wir die Schose nochmal. Tatsächlich. Wir kriegen keinen Schaden, oder? Sieht nicht so aus. Uns zwar weg, also er schlägt uns weg, aber hey, es ist doch scheißegal. Nun nicht ungeduldig werden. Bleiben wir hier. Falsche Richtung Kirby, aber... Ich glaube, das soll ich vorher schneiden, wenn ich es schaffe. Geh kein Risiko ein. Und bei dem Mob-Night versage ich jämmerlich. Auf spitzigem Eis zu springen ist keine gute Idee. Also, wisst ihr, Leute, das hat total was mit Schattenlink in Adventure Link. Da denkt man auch, scheiße, wie soll man den besiegen? Und der Witz ist ja, Leute, er ist einfach zu besiegen, tatsächlich wirklich einfach. Man stellt sich einfach links in die Ecke, duckt sich hin und schlägt einfach nur immer zu. Das ist eigentlich alles. Man hockt da und wenn er sich aufrichtet, dann... Oh. Ja, dann sticht man zu. So einfach ist das. Ich mache zwar wenig Schaden bei ihnen, wenn ich in dieser Haltung bin, aber ich mache Schaden. Und ich muss eh jetzt auch aufpassen. Warum? Na, ich habe keine Maxi-Tomate. Also irgendwelche Experimente soll ich jetzt nicht machen. Wenn ich das mal schaffen will.
lieber einen Schlag zu wenig, also einen Angriff zu weniger, als Angriff zu viel und dann anschließend Energie verlieren. Denn ich weiß ja nicht, ob wir diesen Trick auch bei den Traumfresser machen können. Es kotzt da mal wieder. Verdammt. Okay, jetzt kommt er raus. Komm her, du Zephyrus-Imitat. Mal sehen, ob ich das überlebe. Nein, das überlebe ich nicht. Okay. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber die anderen T-Wellen stecke ich ein. Also das heißt, wenn der Typ dann wieder diese Attacke einsetzt, dann sollen wir uns schnell in die Ecke verpissen. Oder zumindest, wenn es weg... ja. Wo ist er hin? Ich sehe den nicht. Das ist toll, dass man die Kamera auch da nicht drehen kann. Das heißt also... dass wenn ich Pech habe, zum Beispiel jetzt wäre es ganz... Oh nein, ich komme da nicht weg. Doch, 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 ich komme weg, ich komme weg, ich komme weg, ich komme weg, komm. Das Gute ist, dass er, dass dann Leopold nicht angreift. Das kann ich ehrlich gesagt nichts Großartiges machen, sondern, ja, dass die auf mich draufhauen, als ob ich ein... Ja, wie nennt man nochmal diese... Ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ein Punching Bag wäre. Obwohl, naja, auf Eis würde ich nicht hauen. Klar, ich könnte jetzt ab und zu auch immer angreifen, so. Das Problem ist nur, man kann sich sehr schnell vertun und ich vertue mich sehr schnell. Und der Serpio-Typ da ist ja auch noch dabei. Der macht die Sache noch unberechenbarer. Aber eigentlich ist, wenn Leopold da irgendwie in der Ecke hockt oder irgendwo,
Und dann... Also wenn und der Typ dann so leuchtet, sehr viel versteht, dann ist es besser abzuhauen. Sieh jetzt! Ich kam nicht weg, weil dieser Leopold im Weg war! Oh Mann! Mann, weil Leopold da im Weg war! Okay. Warum soll ich mich darüber aufregen? Er ist ja schließlich hier gegen den Captain muss. Das Gute ist aber, so hab in der Ecke da, kann ich das alles überblicken. Und dann kann ich ja sehen, wann der Typ wieder seine Psi-Welle macht. Wie jetzt zum Beispiel. Ich sehe mich nicht! Wo bin ich? Oh! Das war ja dumm. Ich hab mich nicht gesehen. Ja, da konnte ich nicht widerstehen. Das ist aber hier so eine blöde Ecke, weil... Jetzt sehe ich nicht, ob der Typ da hier die Scheiße macht. Ja, könntest du mich weiter bitte da? Sehe ich nämlich alles. Warum auch immer. Ich weiß ja auch nicht, ob die Eisattacke oder dieser Eisschild auch bei dem Mottenfresser funktioniert. Ich hab's geschafft. Was laber ich da? Da gibt's ja noch einen Kampf. Mal sehen, ob das da irgendwie was bringt. Okay.
Na, großartig. Wenn ich erstmal so sehe, wie wenig Leben ich ihn damit abziehe, dann wird das wirklich Stunden dauern. Oh, toll. Hör auf, dich wegzutulpieren, du verdammtes Arschloch. Das ist unfair. Ernsthaft? Na, wenigstens haben wir einen coolen Soundtrack, Leute. Willst du einfach aufhören, dich wegzuteleportieren, Idiot? Falls ihr euch wundert, warum ich aber so nicht zu angreife, das liegt daran, dass ich gerade was anderes gemacht habe. Musste nämlich gerade was noch einnehmen. Bevor ich das vergessen tue. Deswegen kann es sein, dass ich wahrscheinlich da die Chance verpasst habe. Okay, vielleicht soll ich danach setzen. Ja, toll! Jetzt schwuppt er hin und her. Ah ja, was soll das? Gut, dass sie ja eigentlich auf Körperkontakt gehen. Jetzt greife ich auch nicht an, wenn er so seinen komischen Viech da aussetzt. Oh Mann. Ah, der Tulipiti ist ja auch noch raus. Oh! Er wird aber auch träge durch das Eis. Oh, come on, das war dumm von mir. Komm schon. Okay. Dann muss ich das leider schneiden, Leute. Weil, ich meine, ich bin jetzt so weit gekommen. Und jetzt wegen Ungeduld alles über den Haufen zu schmeißen, das wäre doch ziemlich dämlich, oder, Leute? Also, dann werde ich hier mal eine Einblendung machen. Bis gleich, wenn der Kampf vorbei ist.
oder ich jämmerlich versagt habe. Aber dann weiß ich jedenfalls, wie ich den knacken kann. Schrei doch nicht mal rum, Alter, das nervt. Aber so kriegt man ihn dann. Feuertornado, shit. So viel zum Thema. Jo, den krieg ich noch in diesem Part. Nö, hab ich doch nicht gekriegt. Aber er ist machbar, das ist das Gute. Und in den nächsten Part, Leute, werden wir ihn platt machen. Also, see you, Madani.